Wenn ich meine Angst runterbrechen sollte, dann habe ich Angst zu sterben. Das ist so die Ursache von allem im Grunde genommen. Zu versuchen, seine Ängste loszuwerden, ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann. Es ist eigentlich, finde ich, wie mit allen unangenehmen Gefühlen so, wenn man sie weghaben will, dann werden sie einfach nur noch größer. À l'origine, ceux qui n'avaient pas assez peur se faisaient dévorer. Et ceux qui étaient trop angoissés mouraient de faim. Ceux qui avaient un bon degré d'anxiété survivaient. Wenn jemand Angst hat, dann ist es ganz schwer zu sagen, du musst gar keine Angst haben. Das ist nicht schlimm. Guck mal, unterm Bett ist nichts, im Schrank ist auch nichts und es passiert nichts Schlimmes. Das ist so schlimm und das bleibt so schlimm. Und da kann man dreimal in den Schrank geguckt haben. Beim vierten Mal ist das Monster da, mit Sicherheit. Und dann hat man Angst davor. Wenn mich so Panik packt, überwältigt mich das wie irre. Das können ganz banale Auslöser sein. Früher war es so, dass ich, wenn ich in Anstrengung kam, einen erhöhten Pulsschlag hatte. Und wenn der Pulsschlag sich erhöht, dann hat das was zu tun mit einem Erregungszustand, der vom Gehirn wie eine Angstreaktion wahrgenommen werden kann. Also beim Fitnesscenter war es so, dass ich dann so in Stress kam, dass ich tatsächlich also Anflüge von Panikattacken bekam, die ich dann versucht habe, irgendwie wegzudrücken, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil dann bloß, das hat bloß keiner mitbekommen. Dann bin ich aufs Klo gegangen und wenn ich auf dem Klo saß, habe ich da gesessen, habe einfach mal, konnte mich nicht bewegen. Also das war wie, ich war in Not. Eine Sache, die schon erstmal auffällt bei den meisten Angstpatienten, ist, dass sich über die Zeit hinweg etwas entwickelt hat und das ist die Angst vor der Angst. Nehmen wir mal an, eine Person erlebt eine Panikattacke in ihrem Leben. Was ist die Folge davon? Ich versuche, möglichst allem auszuweichen, alles zu vermeiden, was dazu führen könnte, dass ich wieder so ein schlimmes Angsterleben habe. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Fundament, auf dem sich dann eine Angststörung entwickeln kann. Vor zwei Wochen hatte ich eine Panikattacke zu Hause und da seitdem geht es mir nicht gut und seitdem bin ich nicht mehr in die Uni gegangen. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich gar nicht mehr hingehe und wieder mein Studium abbreche. Und was schätzen Sie, wie häufig haben Sie solche Angstfälle oder Panikattacken im Monat? Zum ersten Mal hatte ich das während der Schulzeit, also schon vor ein paar Jahren. Also es ist nicht so regelmäßig. Okay. Der Prozess, die Angst aufzugeben, ist manchmal nicht so einfach. Weil in dem Moment, wo ich mir vorstelle, okay, jetzt ist die Angst nicht mehr da, ne, was würde ich denn dann alles machen? Was könnte ich denn dann alles machen? Was müsste ich denn dann eigentlich alles machen? Und da kommen dann die anderen Probleme häufig zum Vorschein. Das heißt natürlich trotzdem im therapeutischen Prozess, das Ziel der meisten Menschen ist trotzdem, die Angst dann loszulassen irgendwann und zu überwinden. Aber die Schwierigkeit ist, wir müssen dann noch eine Stufe tiefer gehen und gucken, okay, was sind denn das eigentlich für Probleme, die da drunter liegen? Ne? Was ist das Ziel? Weswegen sind Sie da? Fragt der Therapeut oder die Therapeutin dann. Und dann sage ich, habe ich damals immer gesagt, wie lange Zeit auch später, ich möchte glücklicher sein. Ich bin unglücklich, möchte unglücklich sein. Ich habe nicht gesagt, ich habe Angst und ich möchte mutig sein. Weil ich habe viele Sachen gemacht, in denen ich mutig war, fand ich. Ich habe 4 Klinikaufenthalte gehabt, also mehrwöchige. Und in der Klinik wurde sehr deutlich, dass ich eine sehr traumatische Kindheit hatte. Eine andauernde Behandlung emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch durch meine Mutter und nicht drauf gucken von Seiten meines Vaters.
Meine Mutter war unkontrolliert gewalttätig auch, wenn sie überfordert war. Habe Höhenangst, das heißt also, dass ich in Situationen, die relativ hoch sind, beispielsweise Geländer in Kaufhäusern oder auch in hohen Bürogebäuden, so das Gefühl verspüre, dass mich so ein Sog nach unten zieht. Also würde ich mich der Brüstung annähern, dass die Konsequenz wäre, dass ich runterspringen würde. Von hier unten sieht es doch super einfach aus. Ja, ist ja auch ganz einfach. Wir gehen einfach hoch und bleiben einfach stehen. Ja, genau. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Sollen wir losgehen? Durch, immer weiter. Und dann, ja, können wir hier stehen bleiben. Super. Toll. Wir stehen hier schon eine ganze Weile und es ist nichts passiert. Mhm. Aber es kribbelt uns ja auch ganz schön doll, ne? Das ist auch okay. Ist auch okay. Darf's auch, ne? Einfach stehen bleiben. Ganz toll. Frei bewegen. Es macht wirklich Spaß, mit Patienten mit Angststörungen zu arbeiten, weil es wirklich man sehr viel machen kann. Ich kann den meisten Patienten schon so in Aussicht stellen, dass sie deutlich ihre Angst reduzieren werden und dass sie vor allem auch bei Auftreten von Angst einen ganz anderen Umgang damit finden, einen sehr viel gesünderen, funktionaleren Umgang. Kennengelernt. Ich war 5 Wochen in der Klinik wegen Burnout. Ja, und haben uns dann innerhalb von kurzer Zeit eigentlich ineinander verliebt. Seine Ängste, die er heute hat, ich glaube, das erste Mal so in aller Vehemenz habe ich das erlebt, als Jens mich gebeten hat, dabei zu sein, wenn er seine Rechnung öffnet. Und dieser Mensch ist in sich zusammengesunken, hat irgendwie nur noch gezittert und hatte Angst in einer Art und Weise, wie ich das im Grunde nur aus Büchern kannte, also so noch nie erlebt habe. Also da ist mir zum ersten Mal klar geworden, ey, wow,
Hier ist echt was im Gange. Das ist ziemlich groß. So, was brauchen wir denn? Knoblauch. Ich glaube vor allem unsere Offenheit. So der beiderseitige Mut, sich auch eben zuzumuten, zu sprechen miteinander. Also das ist, glaube ich, unsere größte Qualität, dass wir wirklich über alles sprechen können. Dass wir, glaube ich, auch durch unsere Geschichten mittlerweile Menschen sind, die reflektiert sind über das, was sie tun. Und ich glaube, das hat uns sehr geholfen. Also zum einen uns zu öffnen für den anderen, aber auch immer dran zu bleiben. Also wenn man irgendwie 550 Kilometer auseinander lebt, dann ist das einfach eine Entfernung und die ist nicht durch Skype und nicht durch Telefon irgendwie wieder nahe zu bringen. Aber die ist nahe zu bringen, glaube ich, durch immer wieder miteinander in Kommunikation zu sein. Sonst geht es, glaube ich, nicht. Und der Hund ist untergebracht. Super. Komm ich um und ich fahre mit Lalaka. Ja. Es ist immer wieder an sich so rückversichern, bleibst du. Jetzt husch, husch. Es sind manchmal Worte, die dann plötzlich missverstanden werden. So ich manchmal das Gefühl habe, Jens hört es eher immer auf dem Ohr, aber willst du gehen? So, und das ist dann oft mein Job, irgendwie klarzumachen, nee, will ich nicht. Ja. Tschüss, Mika. Bis dann. Vorsicht. Tschüss. Die schlimmsten Sachen passieren in Gedanken. Das Schlimmste passiert immer ausgedacht. Und ich glaube, wir haben mehr schlimme Sachen erlebt in unseren Gedanken, als wirklich passiert sind. Also alle. Das sind die schlimmsten Sachen. Oh, das Kind wird überfahren. Oh Gott, wir müssen hinterher. Das ist nicht überfahren worden. Wir sind alle nicht überfahren worden. Und unsere Eltern haben alle die Angst gehabt, dass wir überfahren werden auf der Straße. So. Und das ist das, was mir im Moment hilft, wenn ich weiß, ich habe Angst. Das muss ich mir schon bewusst machen, ne? Ah, stimmt, das ist ja gar nicht. Aber das ist schwierig manchmal. Das gelingt nicht immer. Und wenn ich richtig in Panik bin, gelingt das nicht. Das habe ich aber nicht mehr so oft. Das ist weniger geworden. Quand j'avais 10 ans, j'avais regardé les Dents de la Mer et comme plusieurs personnes, je pense, j'avais du mal à me baigner en mer après. Mais en grandissant, je pensais que je m'étais un peu débarrassé de cette peur. J'avais fait quelques fois de la plongée, ça se passait bien. Et il y a environ 6 ans, j'étais en vacances à l'étranger avec des amis. On était en bateau et mes amis étaient allés à la plage à la nage. Moi, j'avais voulu rester quelques instants dans le bateau et j'ai voulu les rejoindre après. La plage était à 100 mètres. Et alors que j'étais en train de nager, je ne voyais pas ce que j'avais en dessous de moi. Et là, il y a eu, subitement, je me suis senti très mal parce que j'ai eu une image des Dents de la Mer qui m'est revenue en tête. Et là, du coup, mon cœur a commencé à s'accélérer, ma respiration aussi. Je commençais à avoir peur de ne pas voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai accéléré la cadence, mais au plus j'accélérais, au plus mon cœur augmentait son rythme, au plus j'avais du mal à respirer, les muscles commençaient à vraiment me faire très mal. Et c'était la seule fois où j'ai fait une attaque de panique et c'était vraiment très, très, très désagréable à vivre.
y a beaucoup de patients qui viennent en demandant à ce qu'on les débarrasse totalement de l'anxiété, comme si c'était qu'une et demie l'anxiété. Alors un des travaux à faire, c'est de pouvoir leur faire comprendre que ce n'est pas forcément une ennemie, qu'il faut juste arriver à la contrôler et que c'est essentiel à leur vie. Et quand ils arrivent à finalement, quand certains arrivent finalement à pouvoir comprendre ça, que l'anxiété, ça peut les aider dans certaines situations, pour le peu qu'elle soit modérée et appropriée. Ça, c'est vraiment très intéressant à voir finalement, de se rendre compte qu'ils ont le droit d'être anxieux de façon adaptée et qu'il ne faut pas chercher à tout prix à se débarrasser de toute anxiété. Enfin, j'ai un gros trouble anxieux, je stresse dans tout un tas de situations, notamment lorsqu'il faut me déplacer. C'est une forme d'agoraphobie, mais qui chez moi, à un moment donné, pris une forme un peu trop oppressante, qui m'empêchait de vivre normalement. J'avais tout le temps peur de faire des attaques de panique et de perdre le contrôle de moi-même. Voilà, d'être un danger pour moi, d'être un danger pour les autres. J'avais donc des troubles digestifs, j'étais tout le temps en train de chercher des toilettes. Ça m'empêchait de prendre des transports en commun, ça m'empêchait de faire des courses, d'aller au supermarché, voilà, et de faire la queue à la caisse. Ça m'empêchait même de parler à des inconnus. Dès que je voyais des gens que je ne connaissais pas, ben j'étais pétrifié. J'ai dit tiens. Voilà, donc vous pouvez d'abord voilà, fermer les yeux, prendre trois grandes respirations avant de vous laisser aller. Et quoi qu'il se passe dans votre corps, vous pouvez vous laisser aller, à laisser votre esprit rentrer plus profondément en transe. Et je vais décompter de 10 à 0. Léger, très léger. Léger, tranquillement. Et votre esprit qui vagabonde, qui virevolte, et qui à un moment donné peut s'arrêter sur une pensée, un souvenir, ou un endroit particulièrement agréable. Le corps est ici et maintenant, et l'esprit est là-bas. Vous pouvez découvrir tout ce qu'il y a autour de vous, partout, les sens. Les troubles anxieux, comme les autres troubles psychiatriques, sont généralement vus de façon très négative par la population, du moins en France. Souffrir de troubles psychiatriques, c'est associé au fait d'avoir une faiblesse psychologique, de pouvoir être dangereux aussi. Il n'y a pas trop de distinction finalement entre tous ces troubles-là. Et les patients sont, la plupart du temps, ont honte de souffrir de troubles psychiatriques, ont honte de souffrir de troubles anxieux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à gérer leur anxiété. Et c'est mal vu d'en parler. Votre corps et votre esprit s'apprêtent à revenir complètement ici et maintenant, tout en restant calme et détendu. Bonjour.
Ich glaube, ich war oft unverständlich für meine Kinder. Ich habe ja noch einen Stiefsohn aus einer Ehe mit einer anderen Frau. Für meine Kinder war es, glaube ich, unverständlich. Für meine Ex-Frau war es, glaube ich, auch unverständlich. Weil die hat mir gesagt, was machst du da? Da war nur Streit, nur Katastrophe und wir haben es getrennt. Und im Grunde genommen war das fürchterlich. Weil auch ich Unverständnis hatte für mein eigenes. Und wir haben es auf einer Verhaltensebene getroffen und haben uns gestritten. Aber eigentlich ging es ja um die Ängste, über die wir hätten reden können, aber nicht gemacht. Die hat ja genauso Angst wie ich, deswegen. Wenn ich merke, wenn ich heutzutage merke, dass er eine Panikattacke bekommt oder sich einfach anders verhält, dann versuche ich gar nicht so wirklich rauszufinden, was es ist, weil ich weiß es ja schon. Und dann nehme ich das einfach so hin und gucke halt, wie sich die Situation gerade entwickelt. Ob es jetzt gerade sehr schlimm ist, dann gehe ich nach Hause oder mache was anderes. Also ich spreche ihn jetzt nicht direkt in der Situation darauf an, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es dann sehr einengend sein kann. In der Situation muss er einfach irgendwie für sich sein und ja, das beruhigt sich dann auch relativ schnell dann immer wieder. Das ist von Sadhguru, das Buch meinte ich, ne? Ja, das habe ich zu Hause, das habe ich aber auch nie gelesen. Warum nicht? Ja. Sagen die Kräfte schon mal jetzt? Ich kann nicht mehr. So das Alter. Das ist Alter, ja. Du bist die Schönste. Du hast jetzt schön umgedreht. Ja. Ich würde nicht sagen, dass mich das jetzt sehr doll geprägt hat, diese Angstattacken. Aber also es hat jetzt, wie er damit umgegangen ist, das hat mich sehr geprägt, dass er halt wirklich in die Tiefe gegangen ist und versucht hat herauszufinden, woran es liegt und auch so offen damit umgeht. So das ganze Thema um die Psyche und wie man sich fühlt, das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Wir reden auch relativ häufig darüber, wie es uns geht. Und sind relativ offen damit und das hilft mir auch im Umgang mit anderen Menschen. Dadurch wurde mir so eine Welt eröffnet, die ich halt vorher so nicht wirklich an mich rangelassen habe oder wo ich gar nicht wusste, dass man da aktiv drüber nachdenkt. En fait, il y a beaucoup de patients qui sont très... Ils veulent des résultats immédiatement, 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 immédiatement. Et quand ils n'en ont pas, ils considèrent que c'est un échec. Et donc, du coup, ils se dénigrent et alors ils arrêtent tout d'un coup. Alors qu'en fait, parfois, le changement prend du temps, en fait. On s'en sort, mais il faut se donner le temps. Man bedenkt, dass es die ursprüngliche Geschichte ist, dass man Angst hat, tot zu sein. Also Liebe weg, stirbt man. Essen weg, stirbt man. Äußerliche Einflüsse, also Monster oder Tiger, dann stirbt man. Also es gibt so gefährliche Dinge, Momente, die einen zum Sterben bringen können. Aber eigentlich ist man ja sowieso die ganze Zeit auf dem Weg dahin. So sind wir. Wir leben mit unseren Ängsten, bis wir in die Kiste gehen. Also das ist bloß die Frage, wann man stirbt und woran man stirbt. Da braucht man keine Angst vor zu haben. So kann ich mir vorstellen, auch mit Spaß dem Ende zuzugehen.